Jesus spricht im Gleichnis vom Feigenbaum über Mut, Durchhaltevermögen und zweite Chancen. Der Gärtner setzt sich für einen Baum ein, der schon lange keine Früchte mehr getragen hat. Er bekam vom enttäuschten Besitzer des Weinberges den Auftrag, den Baum zu fällen, da er dem Boden unnötig die Kraft entzieht. Doch der Gärtner lässt sich nicht entmutigen und bat den Besitzer um eine zweite Chance für den Baum, indem er sich mit voller Hingabe um ihn kümmern wollte. Wie auch der Gärtner gibt uns Jesus niemals auf, auch wenn wir Gott mal durch unser Verhalten enttäuscht haben sollten. Er ist ein unermüdlicher Wegbegleiter, egal wie ausweglos manche Situation auch scheint. Lassen wir uns dadurch von Jesus inspirieren, unsere Denkweise und unser Handeln zu reflektieren. Bin ich geduldig mit mir und meinen Mitmenschen? Habe ich den Mut, freundlich und friedfertig zu sein und Streit zu vermeiden? Kann ich verzeihen, ohne nachtragend zu sein? Lasst uns diejenigen, die uns vielleicht auch oft enttäuscht haben, nicht aufgeben und uns nicht zu schade sein, unser Engagement und unsere Liebe zu intensivieren. Wer weiß, ob sich mit Gottes Hilfe nicht doch noch Früchte zeigen werden. Um es mit Friedrich Schillers Worten zu sagen, was man nicht aufgibt, hat man nie verloren. Es ist mega interessant, wie viel in diesem kurzen Gleichnis steckt. Der Weingärtner ist Gott und es kann schon sein, dass er auch mal die Geduld an uns verliert. Das kann man ja auch in den Geschichten des Alten Testaments nachlesen. Da hat Gott auch die Geduld verloren, zum Beispiel mit den Menschen zu Noahs Zeiten oder mit denen in Sodom und Gomorra. Damals hatten die Menschen noch keinen Beschützer, der gegen Gottes Zorn angeht, denn dieser wurde erst einige Jahrhunderte später in einem Stall zur Welt gebracht. Jesus ist im Gleichnis der Gärtner, welcher verhandelt und sagt, gib dem Baum noch eine Chance. Ich kümmere mich voll gut um ihn und wenn das nichts hilft, dann kannst du ihn umhauen. Im Gleichnis will der Gärtner sich ein Jahr lang um den Baum kümmern. Aber ich glaube, dass man diese Zeitangabe nicht wörtlich nehmen sollte. Stunden, Tage und Jahre werden bei Gott eh anders definiert. Außerdem glaube ich, dass Jesus einfach krass viel Vertrauen in uns hat. Wenn er den Entschluss gefasst hat, er umsorgt uns, damit wir Früchte tragen, dann ist er überzeugt, dass diese Pflege auch von Erfolg gekrönt sein wird. Also, lass dich darauf ein, von Jesus umsorgt zu werden und Früchte zu tragen, du kleiner Feigenbaum. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Du bist so mit allem um dich herum beschäftigt, immer unter Strom, versuchst alle überall um dich herum glücklich zu machen. Wenn dein ganzes Leben allerdings nur außerhalb von dir stattfindet, hat das oft auch Konsequenzen. Harmoniebedürftig bis zur Destruktion, Engagement bis zum Burnout, Nächstenliebe bis zur Selbstaufgabe. Damit das aber nicht passiert, versuchte Jesus nicht nur im Gottesdienst oder im Gebet nahe zu sein. Nein, er schickt dir auch großartige Menschen in deinen Alltag. Menschen, die an dich glauben und die dich erinnern, dass du dir selbst der beste Freund sein solltest. Dass du dir auch mal Zeit für Dinge nehmen darfst, die nur für dich sind, wie zum Beispiel Hobbys nachgehen, Tagebuch schreiben oder die Natur genießen. Dass du Komplimente annehmen kannst und auch mal Nein sagen darfst, wenn es gerade alles zu viel wird. Denn der Vergleich in Liebe deinen Nächsten wie dich selbst von Jesus wurde bewusst gewählt. Ansonsten würde Nächstenliebe nämlich bedeuten, dass du deinem Nächsten gegenüber genauso unachtsam sein sollst wie dir selbst. Und vielleicht denkst du gerade auch, dass dir das nicht passieren würde. Aber passend zum Gleichnis möchte ich uns erinnern. Bäume können Erkrankungen haben, die vorerst nicht sichtbar sind, sodass man die Diagnose erst stellt, wenn kein Pflanzenschutzmittel der Welt mehr helfen kann. Deswegen liegt es an uns selbst, die goldene Mitte zu finden und Jesus aufmerksame Pflege anzunehmen. Wenn wir gesunde Wurzeln und einen starken Stamm haben, dann können wir wundervoll blühen. Das ist dann nicht nur für uns gut, sondern besonders für unsere Mitmenschen, die sich an unseren Früchten erfreuen können. Also eindeutig eine Win-Win-Situation für alle.